Nicht böse sind hoffentlich Sie, liebe Zuseherinnen und lieber Zuseher, die unzählige Stunden im Jahr Sport schauen und unter anderem Folgendes zu hören bekamen. Ich begrüße ganz speziell unseren Sportminister Karl-Heinz Strache. Herzlich willkommen. Drei weitere bärenstarke Athleten in dieser Disziplin. Moment, da machen wir jetzt kurz einmal die Deckel da auf, dass man mich wieder sieht. Grüß Gott, da bin ich. Ah, das wird wohl eng. Scheiße, das geht. Entschuldigung. Oh, das ist mir jetzt rausgerutscht. Es reicht nicht für Lara Wolf. Und nicht vor 18 Uhr gibt es dann den ersten Einzelauftritt von... Von wem? Jetzt habe ich ihn vergessen. Ich kann ihn gar nicht vergessen. Nein, ich habe ihn natürlich nicht vergessen. Natürlich von Dominik Thiem. Die roten Lichter sind erloschen und jetzt beginnt der Grand Prix von New York und das sehen wir gleich. Wir sind einmal unfallfrei durch die ersten Kurven gekommen. Der neue Olympiasitzer im Ein, Olympiasieger im Einsitzer. Das war's aus dem Gangnung Curling Center. In ORF 1 geht's weiter im Studio mit Rainer Parasiersek und so heißt es richtig, Parasiersek. Christina Hofmann, Christina Inhof hat mit dem Rapid-Trainer gesprochen. Da draußen läuft gerade Michael Jackson. Also aus den Boxen natürlich. Jetzt schaue ich mal, ob man das wirklich auch alles so zu essen ist. Mhm. Feinster Teig. Tadellos. Also wie gesagt, ein bisschen später dieser Doppelsitzer-Bewerb. Auf einer Länge von 2965 Metern wird heute der Abfahrts-Olympiasieger 2018 wird heute der Olympiasieger runterfahren müssen. Scheiße, das geht. Entschuldigung. Hoffentlich bleibt es weiter so spannend und erheiternd, wie es 2018 war. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schönes neues Jahr 2019 wünsche ich Ihnen aus der Schweiz, aus Valmystère. Wie könnte man ein neues Jahr besser beginnen als mit einem Langlaufrennen im Rahmen der Tour de Ski, traditionell um den Jahr.